Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um einen Roman von Elif Shafak, Der Bastard von Istanbul. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann abonniere doch jetzt und drücke auch auf die Benachrichtigungsglocke, um zukünftig kein Video mehr zu verpassen. Asha Kazanci, die junge Türkin, und Armanush Takmakian, die junge Amerikanerin mit armenischen Wurzeln. Sie beide kommen aus matriarchalischen Familien, in denen Männer keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielen. Und doch wird ihr Leben ausgerechnet über Mustafa Kazanci miteinander verbunden, den eher lebensschwachen und untüchtigen Sohn aus der Familie Kazanci, der in die USA geschickt wird, um dort eine Zukunft zu haben, weil über den Männern der Familie in der Türkei offenbar ein Fluch liegt. So wird es dargestellt. Und der Roman schildert nun, sagen, in immer stärker miteinander verflochtenen Handlungssträngen das Leben der beiden Frauen, bis sie sich dann tatsächlich in Istanbul begegnen und was dann passiert und wie die Familiengeschichten sich eben auch berühren und kreuzen. Der Roman hat für mich einen ganz besonderen Reiz aus den Schilderungen von Ort und den Beschreibungen, insbesondere von Essensszenen, gewonnen. Also mit San Francisco auf der einen Seite und Istanbul auf der anderen Seite sind natürlich zwei farbenprächtige, vielgestaltige Metropolen gewählt. Und gleichzeitig handelt es sich um zwei Familien, in denen viel und ausgiebig gegessen wird. Und beides ist dann Stoff für eine Reihe von ausgreifenden und auch großartigen Beschreibungen. Die Frauen, die in großer Fülle in diesem Buch vorkommen, Mütter, Tanten, Schwestern, Töchter, sie sind zum Teil natürlich auch ein bisschen karikiert und überzeichnet, aber in ihrer Gesamtschau gibt es eben doch so ein letztendlich sympathisches Panorama von Figuren, die hier zusammentreffen. Es gibt wenige Männer, die auftreten, meistens etwas vertrottelt und letztendlich den Frauen überhaupt nicht gewachsen, auch wenn sie selbst das natürlich ganz anders sehen würden. Der Roman hat also eine Fülle von Situationskomik, gleichzeitig geht es um ernste Themen. Und zwar eins davon ist die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit gegenüber der Familie. Unverheiratete Frauen unterliegen natürlich weniger Zwängen, weil ihnen die Mutterrolle fehlt. Andererseits ist der Erwartungsdruck, jedenfalls bis zu einem gewissen Alter, wo die Mutterrolle noch möglich erscheint, natürlich groß. Und die Frage ist eben, wie man als Frau ausweichen kann, welche Freiräume man hat, auch ohne brüderliche oder väterliche Kontrolle. Und es sind in beiden Fällen Cafés, die hier die Funktion dieser Freiraumgewährung übernehmen. Ein echtes Café auf der einen und ein virtuelles Café auf der anderen Seite. In dem echten Istanbuler Café gibt es eben auch wieder eine Reihe von Kontakten, Gesprächen, Personencharakterisierungen, die das Ganze sehr lesenswert machen, aber eben auch Reflexionstiefe eröffnen, über die Situation nachzudenken. In Amys Fall ist es ein virtuelles Internetcafé, in dem sie mit Menschen chattet und die ihr aber auch eben insbesondere in Stunden nächtlicher Einsamkeit eben diese Austauschmöglichkeit bieten. Die Autorin, eine im angelsächsischen Ausland lebende Wissenschaftlerin, greift mit diesem Roman, der 1994 veröffentlicht wurde, wichtige, auch umstrittene Themen an. Dementsprechend gab es auch ein Strafverfahren gegen sie, die wurde 2006 allerdings freigesprochen. Die in dem Roman vorgenommene Analyse der türkischen Gesellschaft knüpft an die biografischen Erfahrungen der Autorin und ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse an. Das Geschlechterverhältnis, der Umgang mit der Vergangenheit, wie gesagt, die Hälfte der handelnden Personen sind Armenier, das Schwanken zwischen den Welten, zwischen Tradition und Moderne, zwischen
Familie und Unabhängigkeit wird in diesem Roman in ein weit verflochtenen, in eine weit verflochtene Erzählung integriert und als Botschaft teilweise vielleicht etwas zu deutlich transportiert. Also das Buch liest sich als Romanhandlung auf der einen Seite, man merkt ihm aber auch immer an, dass es der Autorin darum geht, eine bestimmte politische Botschaft in die türkische Gesellschaft auszusenden. Das mag notwendig sein, kommt nach meiner Einschätzung der Lektüre aber nicht immer und durchgängig zugute. Gleichwohl gelingt es der Autorin, in dem von ihr verwendeten autorialen Erzählstil Atmosphäre, Gedanken, Handlungen und Schilderungen eindringlich und nachvollziehbar darzustellen. Und sie hat mich als Leser stets tief in diese Geschichte eintauchen lassen. Nur gelegentlich ist man durch den pädagogischen Ton dann wieder sozusagen an die Oberfläche gezogen worden. Insgesamt ein Buch, das ich zum Lesen empfehlen möchte. Es regt natürlich auch deutsche Leser dazu an, über den eigenen Umgang mit der Vergangenheit nachzudenken und zu überlegen, wie ist das eigentlich bei uns und welche Spannungsverhältnisse in der Gesellschaft gibt es nach wie vor, wie geht unsere Gesellschaft damit um, welche Korrektive greifen wann, wo, in welcher Richtung ein. Also insofern ein Buch, das insgesamt die Lektüre lohnt. Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht, ob ich weitere Romane der Autorin, die ja sehr viel schreibt und bei Kein und Aber eine Reihe von Romanen vorgelegt hat, ob ich weitere lesen werde, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber dieses Buch würde ich auf alle Fälle empfehlen und ich glaube, es ist auch als Einstieg in das Werk der Autorin gut geeignet. Kennt ihr das Buch? Was sind eure Leseeindrücke? Schreibt es gerne in die Kommentare und teilt auch das Video, wenn es euch gefallen hat. Likes könnt ihr sowieso da lassen und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!